Ja, ich bin jetzt gerade hier im Tavern Hotel. Da möchte ich jetzt mal einen Film für einen Bekannten machen, der will hier eventuell her. Das ist in der Nähe von Kamala, kurz vor Kamala. Gehört eigentlich schon zu Kamala, also Kilometer von der Kokosnuss vielleicht. So, wir haben gerade mit dem netten Mann an der Rezeption gesprochen. Die zeigen uns jetzt ein Zimmer mit Pool. Und dann laufen wir mal kurz durch die Anlage. Ist also wirklich super gelegen, direkt am Strand. Eine ältere Anlage. Hier läuft auch, wenn man Glück hat, sieht man eine Riesenschildkröte, die hier rumläuft. Und eigentlich ein sehr schönes, altes, gepflegtes Hotel. Noch so richtig, wie man sich so ein Hotel vorstellt. Schöne Halle hier, Hotelhalle. Popcorn Maka. So, ich zeige jetzt nochmal, schau mal, wie schön hier. Who is that? This is one of your kings, right? Huh? Is it? Yes. Huh? So, which king is it? Before Lama One. Long time ago. Aber so war das halt früher mal in Thailand, ne? Elefant. Mit, und der König hat den geritten. Ja, früher waren ja war das ja bei uns in Europa auch so. Wie man sieht, eine wunderschöne gepflegte Anlage, schön grün hier. Also, und vor allem muss man sagen, es ist noch großzügig gebaut, nicht so eng wie die neueren. Wobei, wer es eng mag, dem gefällt vielleicht auch das Enge, keine Ahnung, aber ich habe es eigentlich immer gern, wenn in solchen Anlagen schön viel Grün ist und wenn es ein bisschen großzügig gebaut ist. Tavern Hotel Kamala. Gibt es auch eins in Kata Karon in der Ecke, also entweder Karon oder Kata, da haben wir nochmal den Elefanten. So, jetzt sind wir hier ziemlich hochgefahren, konnte leider kein Video machen, weil ja, Regenfolie unten ist und hinter uns waren auch noch Leute gesessen. So, das sind hier die Zimmer, eins davon. Hier haben wir Silvio. Schöne Anlage. Schau, da unten, das gehört alles zu der Anlage hier, was man hier sieht. Da unten ist schöner Strand. Das ist eigentlich ein Privatstrand. It's not really private, but it is, ne? Because you can only get through it to the hotel. Or by sea. Also wenn man natürlich an den Strand geht, übers Meer, dann ist es okay, aber übers Hotel, übers private Land, keine Ahnung, ob man da hinkommt. Aber es ist sehr privat, schöne Anlage, alles im Thai-Style. And how you like it, Miss Mars? You don't need it anymore in Thailand, you know? Wir brauchen sie ja gar nicht mehr. Very beautiful. Yes. Ja, die Maskenkönigin. Also, actually, you don't need the mask anymore, ne? From what I understood, I need something today. The Buddha over there. Hm? The Buddha. Where? Can you see? Schau. Naja, Big Buddha, geradeaus, ja. Man sieht auch in Big Buddha direkt gerade. Dann hat man Ausblick auf Patong. Und rechter Hand ist Kamala Beach und das ist der Tavern Beach, keine Ahnung, wie heißt das? Ist es Tavern Beach? Tavern Beach. Tavern Beach. Tavern Beach Village, okay. Okay. Hier ist auch eine Badewanne drin, ja? This one. Yeah, and this. Okay.
Okay, die beiden sind die schönsten vom Silvio, sagt uns gerade der junge Herr. Thai room เหมือนกัน, Thai เหมือนกัน, same room Thai, and the view is the most beautiful view. Okay. Also wirklich eine tolle Anlage. Mir gefällt es ja, diese älteren Anlagen. Schaut euch mal den schönen Spiegel an, das ist ja auch schon eine Antike. Ja, schöne Holzmöbel hier, toll eingerichtet. Und hier haben wir, nehmen wir noch mal kurz einen Blick ins Badezimmer. Auch sehr schön. Nun, wie man es früher gewohnt war, ist natürlich in so einem Badezimmer auch eine schöne Badewanne. Dann haben wir hier die Dusche. Das ist die Toilette. Tavoren Beach Hotel, super Anlage. Und jetzt in der Low Season kann man da auch manchmal ein richtiges Schnäppchen machen. We should sleep here one night, huh? Makab. Da gibt es ein Connecting Room, also wenn man zu mehreren reist, kann man zwei so Apartments nebeneinander nehmen und dann hat man eine Verbindungstür. Jetzt fahren wir runter. Das lasse ich dann im Schnelldurchlauf mal laufen. Also ein sehr romantischer Aufstieg. So, jetzt kommen wir in den Teil. So ist es entstanden hier, denke ich mal. Das ist, war irgendwann mal eine kleine Anlage mit kleinen Bungalows. Und dann wurde das halt immer größer. Das war der Anfang, diese Bungalows, denke ich mal. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit hier der Tsunami reingehauen hat. Aber wir sind immer noch im gleichen Hotel. Und das sind jetzt so Bungalows direkt am Meer. Ja, auch schön. Und ja. Wie man sieht, hier sind noch ein paar Rohbauten. Da vorne links Patong. Nice, ne? Der Beach. Schöner privater Strand hier. This is Cape. What is it? I forget the name. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da war ja auch schon, da bauen sie auch schon wieder was. And how you like it? Beautiful, ne? Und nicht weit von uns weg. Schönes Hotel. Honeymoon. Honeymoon feeling today. Okay, enough of honeymoon feeling, let's go. Nice Pool, ne? Wunderschöne Poolanlage. Hm?
share. Ja, ich glaube, man hat da schon mal einen ganz guten Eindruck, wie das Hotel ist. Und wie gesagt, hier entdeckt man dann auch immer wieder neue Sachen, was auch auf die thailändische Geschichte bezogen ist. This to do with Thai history, you know? Yeah. Mm-hmm. And what is it? The story about this? It's a mermaid, right? No, not mermaid. The is a like a giant, yeah. Yeah, but she's a mermaid. I can see on the tail. Mermaid tail. You don't know. Yeah, and here sind nochmal. This is looks like something from Angkor Wat or near where we was lately. What was it? Ayutthaya, ne? They have. So. Figuren, also die Tanita weiß nicht, was es ist und ich weiß es auch nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die es wissen, schreibt es unten rein in die Kommentare. Ist vielleicht auch nicht wirklich wichtig, das zu wissen, aber actually, Kiana, they learned this in school now. Maybe when you're into history, I have to ask Colin, he maybe knows, he studied history. And this one, what is this? This is also the deer and somebody fighting the deer, a werewolf or what is it? Hm? Schaut ja aus eher wie ein Werwolf, ne? So eine Art Werwolf. Anscheinend gibt es solche Geschichten auch hier in der Geschichte, in den Sagen. Sawadee Kap. Ah, this is the spa. Also sehr viel zu sehen hier in dem Garten, wirklich sehr schön dekoriert, sauber, frische Seeluft, Sauerstoff von den Bäumen, toll. So, I don't even know where we are now. Where is the exit? Ah, hier haben wir sogar einen Schneider, schau her. Hm, haben wir einen eigenen Schneider mit drin. Ja, und hier sind wir wahrscheinlich jetzt an der Rezeption. Hier ist das Restaurant. Wunderschön, wie gesagt, die Bäume, der Pool, die Tanita. Na? Miss Tanita. Okay. So. Rezeption. Schön großzügig angelegt hier. Hier kann man Touren buchen. Super! Give me five! Yeah! Und das in dieser Gegend hier, ist es nicht geil? Ja.